Hallo zusammen bei der neuen Folge von Car Taste. Es ist soweit. Heute legen wir den guten Tiefer. Das Fahrwerk hatte hier unser Chefmechaniker schon vorbereitet. Das könnt ihr im anderen Video sehen. Und wir würden jetzt als erstes mal kurz die Höhen messen, damit wir vorher nachher haben. Circa hier Felgenkante bis Kotflügelkante 37. Zentimeter. Haben wir 36. Ich kenne 66. So, und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und der Philipp ist auch wieder da hier. Hallo, ich bin der Uwe, bin auch dabei. Ja? Vielen Dank nochmal fürs Bereitstellen der Hebebühne. Ja? Das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch. Wird ja. Gut, wird gut. Wird gut, gell? Wird gut, auf jeden Fall. Ich krieg schon eine Flasche Slivovic von mir, gell? Danke. Ah, tut alles lieb. Gut, war so für Cobra. So, dann hören wir mal, gell? Den haben wir gekauft, gell? Ist geil. Kein Product Placement, gell? Nein, kein Product Placement. Alles selber gezahlt, aus eigener Tasche. Boah. Bisschen lost oder was? Ja, übel lost. Hä? Warte mal, was ist das? Ja, im Weg. Boah, Alter. Hier, die Schraube öffnen. Jetzt müssen wir die hier öffnen. Und diesen Querlenkage. Okay. Einfach Querlenkage. Querlenkage. Warum wir einfach nur Querlenkage? Glaubst du, mein Vater wäre stolz auf mich? Auf jeden Fall. Ja. So. Jetzt hat, in diesem Moment sagt er, mein Sohn. Hat was geschafft. Mein Sohn. Mit dieser Kamera auf dem Bauch. Kann? Die will einfach nur nein. Diese Erbe nichts mehr geben. Nein. Nein. So. Gut. So. Okay, die sieht anders aus. Ich glaube, noch nie an einem Auto geschraubt, wo einfach... Kennst du die Schrauben so heim? Ich hatte Yokozuna angedreht mit chinesischem Japan Okozuna Urea Fett. Wenn du mich öffnen willst, musst du mich nur bitten. Ich gehe von selber auf. Richtig geiler Scheiß. Ich bin eigentlich immer gebunden, wenn ich weiß, in so einem Mercedes oder so schraub. So, nein, ich geh nicht auf. Ich geh auf den Niedersack. Yes. Yes. Jetzt ist so laut. Okay. Alter. Hm, was? Ich glaube, das muss so. Kennst du was Kabel ab? Welches Kabel, Alter? Oha! Den muss man auch wegmachen, einen Bremsschlauch. Ja, hätte ich auch früher sagen können. Ich habe mich jetzt schon verliebt in diesen Schlagschrauber, oder? Die 214 eröffnen. Tschüss. Kennst du, ich habe gerade den original japanischen Sicherungslack einfach weggemacht. Kennst du? Alter. Das ist fast verschraubt Ding gewesen. Fast, ja. Okay. Rente. So. Jetzt holen wir den Bock mal raus. Ja, ja, langsam wird's nicht mehr. Tut mir leid. Langsam. Haben deine Angstmachereien keine Chance mehr bei mir? Sie sind tot. Caralho, Stefan, oder? Jetzt, damit wir keinen Scheiß machen, sind die alle gleich? Wieso sagt keiner was? Hm? Oh, shit. Was? Wie kennst du? Ich bin verwirrt. Wie ist das jetzt? Hä? Warte mal, der ist der Sticker. Da ist auch Sticker. Ja, ja, die sind gleich. Okay. Der hat rated. Ja. Nein, wie heißt es? Stay hydrated, oder? Einfach irgendwas. Was sagen wir die ganzen Influencer-Schmucks? Hey, don't you forget to stay hydrated! Mm-hmm. King, today is a little bit aggro day. Because the fucking Dämpfer ist so schwer für meinen Fettarm.
Querlenker. Wenn man den nachher festzieht, dass man ihn festzieht, genau, wenn das Fahrwerk eingefedert ist, weil du sonst so viel Stress hier auf die Buchsen gibst, wenn ich sie jetzt so festschraube und das Auto nachher einfedert, dann wird es ja hier die Buchse sozusagen vergewaltigen. Reißen. Oder reißen, ja. Der Fachmann bei der Arbeit. Ich bin so ein Babo, du hast keine Vorstellung. Ich sehe es, mein Fleisch. Ich komme mir gerade vor wie... Boah, ich bin so geil, du hast keine Vorstellung. Nee, wir können noch ein bisschen noch ablassen. Ach du! Sollen wir es ein bisschen runter? Nein, ich mach schon hoch! Kann ich auch früher sagen, weil ich habe schon Knie und Fuß. Er ist im Tieferlegungsflash. Er kann es nicht ertragen, wenn das Auto zu weit oben ist. Verstehst du? Der muss tief sein, unten. Das ist auch beim Arbeiten. Und manchmal gehe ich gewohnt, auf den Knien zu arbeiten. Ich tue jetzt natürlich die Schrauben nur Ansätze, gell? Ansätze? Ja. Ansätze. Ansätze. So, wir machen natürlich mit Drehmoment. Ja, geht nicht auf. Geh mal ein bisschen runter. Kennt ihr das? Wenn man Drehmomentschlüssel benutzt, er klackt, aber man muss noch so diesen Mühe dazugeben. Sagt mein Drehmoment besser. Gut. Seite 1 ist ready. Finish the takedown. Was? Nein, oben habe ich noch nicht wieder. Moment. Mache ich dann auch gleich. Wollte ich, weißt du, ich habe nur gewartet, ob du aufpasst. Hey, bei Igel ist so. Ja, so macht man eine Nuss drauf. Hä? So macht man eine Nuss drauf. Ja, nee, das geht nicht wegen der Tiefe. Ja. Du hörst mir auch langsam hier zu TÜV-mäßig. Hä? Boah, das ist aber nicht korrekt so. Wie sie das machen, Herr Carpace Paolo? Ey, schau, 18 Zoll. Krass, ey, die Superleggera. Du weißt? Die sind so leicht. Du weißt, die 18 Zoll von meinem Jeep. Versuch die so hochzuheben. Das machen wir effektiv, weißt du? Beide Seiten auf einmal. Hast du das gehört? Jetzt hier, komm mal kurz, Gabi. Hier haben wir diese drei Dinger. Jetzt müssen wir uns einfach Platz machen. Jetzt ziehen wir einfach raus. So, jetzt übernehme ich hier dieses Ding vom Ersatzrad irgendwie so rausziehen. Hey, dieses Ersatzrad einfach vom Fahrrad. So, dann hier abschrauben. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wird das hier einfach rausgezogen, oder? Ja, einfach closen, open the closen. Da ist noch ein Riffelraffel, den müssen wir irgendwie rausbekommen. Und dann, wegen was? Aber Bier geht heute. Zum Feierabend, so wie immer. Ja, erst die Arbeit, dann das Gsaufe. So, das klappt man jetzt hier so rum. Fehlt sich hier diese Zehner erstmal zu öffnen, dass wir hier ein bisschen mit der Spritleitung spielen können. Und dann kommt man da hinten auch besser ran. Perfiden Plan nicht zu veräppeln. Bei dem perfiden Plan? Ja. Also machen wir doch auf WDPT, oder wie? Ja. Also die geht schon mal gut. Ich zeige euch nachher Trick 17. Mit diesem Trick, das wird euer Leben verändern. Also ich weiß ja nicht. Im Internet, wenn du dir mal so Videos dann guckst, wie die rumheulen. This crew mother in the back is so hard to reach. It's a motherfucking pain and I want to die because you got to be a mechanic professional. Jeder bessere Hinterhof-Autist kriegt die Scheiße raus. Das ist ein bisschen gefummelt. Aber kennst du diese Amis, wenn die so
You got to be professional to do this, because you are really professional. Sobald, weißt du, diese Mechanik, ne? Sobald den was nicht in den Schoß fällt, so, Schraube ist nicht im Sichtfeld, mach ich nicht. Ganz, muss man alles tauschen, ganze Achse. Wie Go-Kart. Ja. Einfach wie Go-Kart. Aber guck mal, ist doch geil, gell? Einfach, also im Auto zu arbeiten, ohne dieses... Ich muss erstmal mit Diagnose alle Hydraulikbehälter entleeren und Sicherheitsmanagement im BBTTS-System entblockieren. Okay. Atme schon draußen. Oha. Geil. Hä? Geil. Absolut geil. So. So gelä. Kommt jetzt der Trick, den ich versprochen habe. Und zwar, ihr nehmt eure Nuss und eure Verlängerung. Dann braucht ihr Kreppband. Einfach so. Dann nehmt ihr die Mutter. Hey, wieso habe ich so viele Muttern hier? Achso, ich habe ja die von drüben auch schon. Oh. Nein? Ich bin. Oder? Doch. Hm. Doch. Ich habe die oben schon gelöst. Ha. Die Mutter. Also, Kreppband, Mutter. Reinstecken. So, jetzt seht ihr, ist die Mutter fest. Jetzt könnt ihr sie nämlich hier einführen. Ohne Probleme. Zack. Und drauf. Match was. Mhm. So, dann zieht es wieder ab. Mutter ist weg. Jetzt müsst ihr nur gucken, ob die zweite noch greift oder ob ihr frisches Band braucht. Ah, sieht gut aus. Klick, klack. Gut. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der rechten Seite und dann melden wir uns mit dem Ablassen. Gut, Alter. Ohne Witz, vorne ist okay. Vorne sieht schön aus, ja. Ich bin immer gespannt, was sie hinten noch irgendwie setzt. Aber guck mal, aber hinten ist auch besser. Jetzt ist schon runtergekommen. Ja. Geil. Das muss ich gar nicht setzen. Geil. Jetzt. Ah, vielleicht weil Handbremse angezogen war vor die ganze Zeit. Nee. Dann machen wir noch eine Kleinigkeit. Okay? Kleinigkeit, wenn ihr bei Mr. 1000 das Problem habt, dass ihr ein klebendes Kupplungspedal habt nach dem Loslassen. Hier ist der Nehmer. Den rausschrauben. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt mit dem. Ah, mit dem wird es schlecht. Ich hole lieber die rechte. Die zwei öffnen wir. Ja, nachher muss ich aber die kurze Nuss nehmen. Okay. Guck mal. Siehst du diesen Kugelkopf? Das ist ein Kugelkopf. Und da ist jetzt so. Dann machen wir jetzt hier, hast du das drauf? Mhm. Diese Spitze, die hier vorne ist, die fallen wir jetzt weg. Und da drin, warte mal, ich glaube, das Gummi kann man rausholen. Ja, siehst du hier? Da machen wir Fett rein. Mhm. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen den Flow-Mo. Dann nehmen wir noch 2000er. Ein Langzeitfett, Marke sage ich lieber nicht, sonst könnte man noch denken, wir machen Werbung, was wir nicht machen. Ja, bitte, aber ich nicht mehr lang. So, guck mal, das machen wir jetzt da rein. Und ich würde sagen, das reicht auch. Alter, welcher Chinese? Welche kleinen chinesischen Hände haben das reingedrückt? Dann machen wir den hier wieder rein. So, jetzt haben wir den Kupplungsnehmerzylinder oder Geberzylinder, was weiß ich, haben wir jetzt wieder eingesetzt. Und ich schraube ihn mal wieder fest. Und dann sollte auch das Kleben vom Kupplungspedal endlich behoben sein. Aber so Leute, wir haben jetzt einen Zeitsprung. Wir sind jetzt mit dem Fahrwerk genau 2 Wochen gefahren.
Was kann man dazu sagen? Fahrverhalten ist echt toll. Es ist Eibach Pro Kit, die Federn auf den Original S2000 Dämpfern. Er ist minimal härter geworden, wie er von Serie war. Aber alles noch im Rahmen. Fahrverhalten ist top. Optik finde ich richtig, richtig gut. Hinten muss ich sagen, kann er noch ein bisschen runter. Ich hoffe, das setzt sich hier auch noch ein bisschen. Ist auch je nachdem, wie er steht. Wenn er ganz gerade steht, ist er ein Tick tiefer. Dann ist er wahrscheinlich noch einen Zentimeter tiefer. So ist jetzt noch ein bisschen ungleich. Aber ansonsten wirklich Fahrverhalten top. Von der Seite sieht man auch wieder, jetzt sieht man ein bisschen andere Verhältnisse. Hier passt es ein bisschen besser. Ja, das steht halt jetzt auch ein bisschen schräg da. Wir wollten ihn für euch richtig cool in Szene setzen, deswegen haben wir ihn so in den Buckel gesetzt. Wie ihr auch gesehen habt, wir haben ja vom Kupplungspedal dieses komische Kleben gehabt, wie ich es erwähnt habe. Da haben wir ja unten diesen Geberzylinder, Nehmerzylinder ein bisschen fein angeschliffen, gefettet. Ich muss sagen, jetzt in 2 Wochen hatten wir noch kein Kleben mehr von dem Kupplungspedal. Also es scheint wirklich geholfen zu haben. Ich habe noch ein kleines Quietschgeräusch am Kupplungspedal, aber das werden wir dann auch mal in Angriff nehmen und ein bisschen schmieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Thema mit dem Fahrwerk und der Kupplung. Vergesst nicht, uns zu liken, subscriben, abonnieren, Glocke aktivieren. Rhyme Monster. Im nächsten Video werden wir euch mitnehmen in die Welt der Spoiler. Da kommt ja ein dezenter Spoiler drauf, aber so ein Entenarsch-Seriending. Und vielleicht noch eine andere Kleinigkeit, aber lasst euch überraschen. Wir freuen uns bald. Euer Gabi und Paolo von Cartaste. Peace out. Auspuffisten durch, keine Ahnung. Ich würde es so richtig gern so. Alter, ich habe gerade Krämpfe gekriegt, Arschbacken, Waden, alles. Hör auf. Ja.